und los geht's. Also, wo ich die Kleine gekauft habe, habe ich eben die Künstlerin auch gefragt, ob man die speziell pflegen muss. Und sie hat gemeint, nein, man muss sie auch nicht einpudern. Sie klebt nicht. Also, man kann die entlang streichen. Es fühlt sich nicht klebrig an danach, die Finger ganz normal. Genau. Die Haare kleben auch nicht wirklich drauf. Also, man muss es nicht. Und man kann sie aber baden, wenn man möchte. Am besten eben auch ohne Shampoo. Und das zeige ich jetzt mal. Genau. So, ich mache das eben immer im Waschbecken. Ich halte sie dann eben möglichst stabil und setze sie dann rein. Gerne mit warmem Wasser, fühlt sich einfach auch dann schöner an. Und dann einfach nur abwaschen. Also im Gesicht muss ich ein bisschen aufpassen, weil sie ja einen Kugelgelenkkopf hat. Und die Haare wasche ich jetzt auch nicht immer. Oder eigentlich habe ich bisher noch nicht gewaschen. Da soll man halt vorsichtig sein. Genau. So, tue ich sie jetzt gleich mal wieder raus. So, danach natürlich auch schön trocken tupfen. Sie hat gesagt, am besten nicht rubbeln. Genau, aber das macht man ja eigentlich bei einem echten Baby genauso. Also, und man nimmt ja auch nicht unbedingt Shampoo. Sieht vielleicht toll aus, aber das sieht doch auch toll aus. Ich würde dann eher was nehmen, was komplett Naturkosmetik ist. Das hat sie mir nämlich auch dann empfohlen. Also eben alles wieder trocken machen. Klar, ich will natürlich dann nicht, dass es nass ist, ne? Eben vorsichtig sein immer. So. Okay. So, die schöne Frische. Das mal zum einen bezüglich der Haare. So, zeige ich vielleicht als erstes, hat sie mir empfohlen, so eine kleine Zahnbürste zu nehmen und dann den Kopf eben zu halten. Und ganz vorsichtig, aber die sind nicht wirklich so viel. Das sind mega hochwertige Haare, glaube ich. Keine Ahnung. Ich finde sie voll echt an. Gruselig. Bisschen. Okay. Hier oben auch einen Wirbel. Genau, dass eben keine rausgehen, hat sie gesagt. So, das hat sie mir noch gesagt. Genau, jetzt komme ich dann gleich zum Bruder. Da hat sie mir gesagt, ich soll auf keinen Fall ein Puder verwenden, wo Talkum drin ist. Das ist unter anderem hier drin. In diesem Pinatenpuder ist Talkumbasis, also es ist auf mineralischer Talkumbasis. Aber das Problem bei diesem Talkum ist, bei den, vor allem bei den Reborns und Ikonenbabys, dass dieses Talkum ein Abbauprodukt ist. Und zwar, Moment, wo habe ich das? Moment. Hier habe ich es. Genau, das ist ein Produkt, das gewonnen wird beim Abbau von mineralischem Talgstein. Und das wird dann eben gemahlen, zerkleinert und getrocknet und dann ist das dann eben mit drin in diesen Pudern. Aus dem Grund ist es da drin, weil dieses Puder soll ja die Feuchtigkeit fernhalten von den Babys, aber auch von den Erwachsenen, weil im wie nenne ich das? Dieses Puder zum Schminken, sowas zum Beispiel, da ist das wohl auch drin. Es ist nicht schlimm, aber das Problem bei den Reborns ist eben, dadurch, dass da Mineralien drin sind, zum Beispiel Magnesium, Zink und sowas, wird das dann nicht vom
Körper wieder. Also es geht ja nicht weg von den Kleinen, weil im Gegensatz zu Menschen verlieren sie ja keine Hautschüppchen. Und dann fängt das irgendwann an zu glitzern und dann sind die nicht mehr schön. Genau, und sie hat auch gesagt, die sind ja komplett medizinisch silikonisch, die immer. Und das heißt, sie hat da nie Puder benutzt zum Herstellen. Da gibt es ja auch andere Verfahren, wo das verwendet wird. Und da hat sie mir eben empfohlen, das Ganze wegzulassen. Und wenn ich etwas nehme, dann hat sie mir das hier gezeigt. Babypuder. Das ist mit Calendula, ohne Talkum. Aber das ist auch komplett ohne. Also dieses, das ist dann mit Weizenklei, das kommt dann aufs Gleiche raus. Genau, und das ist eben komplett ohne sonstige Zusatzstoffe, hat sie mir gesagt. Und da gibt es ja nicht das Problem. Genau, frei von Rohstoffen auf Mineralölbasis, frei von Luft, Farb- und Konservierungsstoffen. Genau. Ohne Parfüm, ohne Talkum. Sie hat gesagt, ich soll dann, wenn, dann das nehmen, aber sie nicht damit einpudern. Genau, daher werde ich euch das jetzt auch nicht wirklich zeigen. Ja, das ist die Bürste. Ich habe ja immer das hier genommen, um bei dem der Pia die Füßchen und Zehennägelchen oder bei den anderen einzupudern. Das werde ich jetzt in Zukunft auch nur noch so machen, nachdem die mir das gesagt hat. Genau. Und damit die Kleine vielleicht gut nach Babyduft riecht, wie das ja vom Babypuder kommt, nehme ich nur noch das hier. Parfüm, Ölkonzentrat, Babyduft vom Puppentraumland. Kostet ein paar Euro, ich glaube 3 Euro. Genau. Weitere Pflegeprodukte, wo ich noch verwende für sie jetzt, ist dieser Nasenschleimwegsauger. Da kann man dann hier schön die Flüssigkeit eben wegmachen. Oder wenn sie im Mund ein bisschen hat. Genau. Deshalb werdet ihr von mir nie ein Pudervideo bekommen, weil mir gesagt wurde, ich soll das nicht nehmen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt. Was ich jetzt noch im Internet gesehen habe oder gelesen habe, Talkum sind ja dann eben von Mineralien oder ein Pulver aus Mineralienstoffen. Und da ist oft Asbest drin. Das ist ja sehr gefährlich. Aber da muss man sich keine Sorgen machen. Das ist so niedrig, das müssen die irgendwie rausfiltern, sonst dürften die das nicht verkaufen in Deutschland. Also da müssen wir eigentlich keine Sorgen machen. Aber es ist eben für Reborns und Silikonbabys nicht so gut. Deshalb nehme ich es nicht. Ja. Und deshalb pudere ich sie auch nicht. Na, was ich euch noch zeigen wollte. Das ist ja das Bild, wo ich letztes Mal gezeigt habe. Und da habe ich das hinten drauf geklebt. Da steht natürlich mein Name. Emma Joy. Ihr Gewicht. Und das ist hinten so drauf geklebt. Das ist jetzt ihre Geburtsurkunde. Für die nochmal, die wissen wollen, woher ich sie habe. Hier habe ich sie her. Das ist ihre Adresse. Genau. Ja. Das ist so das Wichtigste, denke ich mal, zur Pflege von ihr. Die Windel kriegt sie jetzt ran. So, weil sie jetzt auch keinen Stoff hat, dachte ich, erkläre ich euch noch, wie ich das mache. Also ich möchte diesen Duft hier nicht auf den Klamotten. Ich mache da jetzt einfach einen Tropfen in die Windel rein. Die wechsle ich ja nicht gleich. Ich mache trotzdem mal, weil es schön aussieht, diesen Puder hin in die Windel. Genau. Das ist eine große Windel. Das ist ja die kleine Windel. Genau. Wenn ihr sonst noch so Fragen habt, dann könnt ihr mir sie gerne stellen. Es ist auf jeden Fall vorteilhaft. Ich habe ja oft im Internet gesehen, dass man diese pudern muss. Und wer pudert sein komplettes Kind ein? Das ist ja auch nicht wirklich real. Klar, die Haare kleben schon mal hin, aber die kleben nicht richtig. Also die kleben halt so wie bei uns auf der Haut auch mal. Genau. Ja, genau. Wenn ihr euch halt sonst Fragen habt, stellt sie. Und das finde ich toll, wie gesagt, dass man sie nicht komplett einpudern muss, weil ich fand das nie so wirklich real. Und da habe ich mich ein bisschen gefreut, dass man, oder ich habe mich richtig gefreut, dass ich das dann nicht tun muss.
Muss man ja auch nicht beim echten Baby, ne? Und das ist die kleine Maus und so kriege ich sie quasi. Ist ja nicht schwierig, ist recht einfach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.